Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem digitalen Austausch zum Thema Führen und Weiterbildung auf Distanz. Mein Name ist Thorsten Wittlingmeier und ich freue mich, Sie durch diese Session heute zu begleiten. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit zwei Gästen und begrüße ganz herzlich Tina Deutsch von der Haufe Advisory und Timo Scheer von Haufe Semigator. Hallo Tina, hallo Timo, schön euch zu sehen. Hi Thorsten. Hallo Thorsten. Wir stellen euch beide gleich noch etwas ausführlicher vor. Ich will aber zuvor sagen, dass der digitale Austausch, den wir heute starten, ein Kickoff ist für eine Reihe von Veranstaltungen rund um die Initiative Digitaler Vorreiter der beruflichen Weiterbildung. Mehr dazu auf der Haufe Semigator Homepage. Aber ich will das Ziel dieser Initiative kurz erläutern. Es geht darum, den Fokus auf die Weiterbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gerade in Krisenzeiten zu legen, jetzt in digitale Prozesse rund um die Bereitstellung, Buchung und das Management von Weiterbildung zu investieren und schließlich digitale Weiterbildung als eine sehr gute Alternative zu Präsenzveranstaltungen publik zu machen. Wir haben dazu im letzten Jahr sehr intensive Erfahrungen gemacht. Davon können Sie jetzt profitieren. Und darüber wollen wir heute berichten mit vielen Beispielen und Best Practices. Am Ende der heutigen Session haben wir Raum für Ihre Fragen eingeplant. Reichlich Raum, wenn Sie das mögen. Aber warten Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen schon während der laufenden Session in den Chat. Und wo immer das passt, werden wir versuchen, die dazu zu spielen oder sie zumindest so vorzustrukturieren, dass wir es am Ende geschafft haben, möglichst alle Ihre Fragen zu beantworten. Sollte uns das, ob der großen Teilnehmerzahl und ob der Vielzahl an Fragen, nicht gelingen, haben Sie im Anschluss die Gelegenheit, unsere Kontaktdaten zu notieren und diese Fragen auch nochmal direkt an alle Beteiligten zu adressieren. Auch über LinkedIn sind wir gerne für Sie erreichbar, aber die Kontaktdaten blenden wir Ihnen am Ende auf jeden Fall ein. Ich darf auch schon sagen, dass jeder Teilnehmer heute, jede Teilnehmerin einen Link von uns erhält und diese Veranstaltung dann auch ganz in Ruhe nochmal komplett anschauen kann. Aber jetzt legen wir los mit unserem Thema Führen und Weiterbildung auf Distanz. Wenn man in Krisenzeiten an die Börse schaut, dann kann man ganz interessante, vielfältige Strategien sehr gut beobachten. Die einen verkaufen panisch ihre Papiere, machen große Verluste und die anderen nutzen die Gelegenheiten, die selbst Krisenzeiten bieten, weil sie an eine positive Zukunft glauben. Und da rede ich nicht über die Zocker, die mit Wertpapieren kurzfristig versuchen, Gewinne zu machen. Ich rede über die, die an nachhaltigem Erfolg interessiert sind und die selbst in Krisenzeiten Chancen sehen und handeln. Und ganz ähnlich verhält es sich am Arbeitsmarkt bzw. am Markt für Weiterbildung. Und wir konnten das bereits in der Finanzkrise 2008 sehr gut sehen. Viele Unternehmen haben, gestützt durch geeignete Maßnahmen der Politik, eben nicht Stellen abgebaut, eben nicht die Weiterbildungsbudgets radikal gestrichen, sondern auf die Zeit danach vertraut, in dem Bewusstsein, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danach umso mehr zu brauchen. Und sie haben diese Zeit genutzt. Und genau das sehen wir jetzt wieder. Unternehmen, die sich fragen, was kann ich eigentlich in der Zeit tun, wenn meine Produktion vielleicht nicht unter Volllast läuft? Und eine der Antworten ist sicherlich für Weiterbildung nutzen. Und das sehen wir bei einigen Unternehmen, glauben, dass das Best Practices sind. Und darüber wollen wir heute berichten. Wir haben gezielt den Fokus auf Führung, Weiterbildung und Coaching gelegt und dazu auch die Experten heute dabei. Coaching betrachten wir auch als eine der effizientesten Arten von Weiterbildung und deshalb haben wir das als ein Paket für Sie heute geschnürt. Und jetzt darf ich Ihnen unsere spannenden Gesprächspartner dazu vorstellen. Zunächst Tina Deutsch, Co-Founder und Managing Partner der Haufe Advisory, die mit den Schwerpunkten Führung, Weiterbildung und Coaching auch remote arbeitet. Tina, sag du doch bitte gerne ein paar Sätze zu dir und deiner Arbeit. Ja, hallo alle miteinander. Danke, Thorsten, für die Einführung. Ich möchte gar nicht so viel zu mir verlieren. Ich bin hier in Wien zum jetzigen Zeitpunkt und betreibe hier mit meinem Team alle Agenten rund um das Thema Coaching, Management und Leadership für die Haufe Gruppe. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz viel, vor allem mit mittlerem und oberem Management, um sehr punktgenau an sehr individuellen Themenstellungen zu arbeiten und betreiben dafür auch eine
digitale Plattform, die das Coaching-Management für Unternehmen vereinfachen soll, standardisiert und ganz viel administrative Arbeit wegnimmt. Und ich freue mich schon, heute ein bisschen davon und um das Drumherum zu erzählen. Freuen wir uns auch drauf, Tina. Vielen Dank. Ja, Timo, du bist Vertriebsleiter der Haufe Semigator und anerkannter Experte für Prozesse und Plattformen. Du guckst also auf die Themen nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Sag doch auch du ein paar Sätze zu dir und deiner Arbeit. Sehr gerne. Ja, Thorsten, ich sitze auch in meinem Homeoffice hier in Wetzlar, also in der Kleinstadt zwischen Frankfurt und Kassel. Schon so lange im Homeoffice, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man wieder normal im Büro ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so mein komplettes Arbeitsleben mit HR-Abteilungen, mit Personalentwicklungen verbracht. Früher mal in dem Bereich Personalberatungen habe ich mich um Besetzungen von Stellen gekümmert, war dann eine ganze Zeit lang, über 6 Jahre lang bei Xing und habe dort unsere Tools und auch ja, Werkzeuge für Employer Branding und Stellenbesetzungen dort verkauft. Und jetzt bei Haufe kümmere ich mich darum, Personalentwicklung oder HR-Abteilungen zur Seite zu stehen, wenn es um Prozesse und Digitalisierung geht. Wie kann ich Weiterbildung meinen Mitarbeitern zugänglich machen und was gibt es da vielleicht auch für Möglichkeiten, das so einfach wie möglich zu gestalten, sodass es jeder auch weiß, was ist zu tun, wenn ich mich weiterbilden muss. Und wie kriege ich da einen automatisierten Prozess dahinter, der mir auch die Arbeit einfach erleichtert. Schön. Vielen Dank auch Timo an dich und herzlich willkommen in der Runde. Danke. Ja, liebe Damen und Herren, Sie sehen, wir haben mit zwei Partnern hier ein ganz breites Spektrum an Erfahrungen rund um die Themen Führung, Weiterbildung, Coaching, insbesondere in Krisenzeiten, insbesondere remote da. Und ich würde gerne mit der ersten Frage an euch beide hier einsteigen, nämlich wenn ihr gerade diese verrückte Zeit mal betrachtet, wenn ihr die Corona-Periode mal nehmt, was sind da aus eurer Sicht und auch bezogen auf euer berufliches Umfeld die nachhaltigsten Eindrücke beziehungsweise vielleicht auch die prägendsten Erfahrungen, die ihr gewonnen beziehungsweise gemacht habt. Auch gerne mit Blick auf eure Kunden, aber auch persönlich, wenn ihr mögt. Tina, magst du anfangen? Sehr gerne. Ja, das ist eine breite Frage, eine sehr spannende Frage. Ich denke, das letzte Jahr, und es sieht so aus, als würde sich das ja fortsetzen, auch dieses Jahr, sind in einer gewissen Form Ausnahmejahre, wobei wir ja schon merken, dass wir irgendwie alle gedacht haben, 2020 war ein Ausnahmejahr und dann geht alles wieder halbwegs normal weiter. Und ich glaube, es ist inzwischen allen ziemlich bewusst geworden, schmerzlich bewusst geworden, dass es nicht normal weitergeht und dass sich dieser Ausnahmezustand noch einige Zeit fortsetzen wird und dass man auch nicht weiß, ob es jemals wieder unter Anführungszeichen normal wird. Das, was wir gesehen haben, was sich sehr stark herauskristallisiert als ja, Erfolgsfaktor oder Erfolgsfaktoren für Unternehmen sind unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Das eine ist auf der Kompetenzseite sicher das Thema Resilienz. Das ist ein sehr häufig genutzter und genannter Begriff zurzeit. Es hat aber einen Grund. Ich habe vor 2 Wochen einen Podcast aufgenommen mit einem Gast, einer Wirtschaftspsychologin, die hat Führung definiert als emotionale Dienstleistung. Und ich glaube, das hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Widerstandsfähigkeit und Resilienz von Mitarbeiterinnen ist extrem gefordert und Führungskräfte sind dadurch ebenso oder noch mehr gefordert, darauf aufzubauen oder diese zu stärken. Und da ist eben diese emotionale Dienstleistung an den MitarbeiterInnen extrem im Vordergrund. Und ich glaube, das führt zum zweiten Thema, das ist Vertrauen, Vertrauenskultur. Es hat jetzt diese ganze Situation dazu geführt, dass glücklicherweise Kontrolle nicht mehr so einfach möglich ist und dass dadurch sehr viele Führungskräfte und Organisationen eigentlich dazu gezwungen waren, viel stärker auf eine Art Vertrauenskultur zu setzen. Die, die das vorher schon getan haben, sind belohnt worden. Die, die das nicht getan haben, wurden sozusagen gezwungen, sehr schnell in einen anderen Modus zu wechseln, wo Anwesenheit nicht mehr eine Benchmark für Performance Management sein kann. Das hat natürlich viele vor Herausforderungen gestellt und wird es weiter tun, weil eine Vertrauenskultur kann man nicht einfach so einführen. Und ich denke, das, was jetzt immer klarer wird, ist, dass es
in der Distanz und in dieser Situation der Unsicherheit noch relativ managebar ist, Einzelpersonen zu managen oder auch eben aus einer Führungsrolle heraus zu betreuen, dass es aber wahnsinnig schwierig ist, Teams zusammenzuhalten. Also dass eine Teamkultur aufrechterhalten bleibt mit einer gewissen Dynamik, wo Teams zusammenarbeiten, auch über die Silos der einzelnen Funktionen hinaus. Das wird, denke ich, noch sehr spannend werden, weil natürlich die Kommunikation inzwischen sehr auf Einzelpersonen ausgerichtet ist. Ja, es finden manchmal Teamabgleiche statt, die sind aber oft irgendwie erzwungen, wirken erzwungen. Also ich denke, die, die es geschafft haben, sehr stark in Teams zu investieren und da auch in der Remote-Welt Möglichkeiten zu finden, das zu tun, die haben einen großen Schritt voraus. Ich würde dich gleich nochmal auf das Thema ansprechen, wie man konkret möglicherweise Teams virtuell auch zusammenspannen kann. Aber das, was du gesagt hast, würdest du zustimmen, kann man verkürzt auf die Formel bringen, Vertrauenskultur ersetzt Präsenzkultur. Trifft es das so im weitesten? Auf jeden Fall, wobei natürlich niemand sagt, dass Präsenz nicht mehr gut ist. Mhm. Ich denke, alle sehnen sich danach, dass es auch wieder einen gewissen Präsenzanteil braucht. Im Gegenteil, wir haben in vielen Gesprächen mit Führungskräften und auch Personalentwicklerinnen und Co. gemerkt, dass vorher, also Prä-Corona oder Prä-Krise, sehr stark irgendwie ein bisschen New Work und modernes Arbeiten verbunden war mit Homeoffice wird ermöglicht. Und inzwischen ist Homeoffice und virtuelles Arbeiten fast eine Selbstverständlichkeit, aber der Drang ist ganz stark zurückzukommen ins Office. Das heißt, ich glaube, die Wertschätzung dafür, dass es auch eine Form von Präsenzmöglichkeit gibt, wo man in Kollaboration arbeiten kann, wo man sich austauschen kann. Die Wertschätzung dafür ist extrem gestiegen und ich glaube, es freuen sich schon alle, sehr stark zurückzukommen. Das heißt, ja, Vertrauen löst sicher diese Präsenz ist die einzige Messung für Leistung. Das löst es auf jeden Fall ab. Heißt aber nicht, dass Präsenz inzwischen etwas Schlechtes geworden ist. Ja, perfekt. Auch auf die Messbarkeit wollen wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Vielen Dank. Timo, gleiche Frage an dich. Prägende Eindrücke, prägende Erfahrungen aus der Corona-Periode. Ja, wenn ich jetzt mal so ein Jahr zurückblicke, ja, so der 18. Februar letzten Jahres, da ging es so richtig los, dass die ersten Einschnitte auch im Beruf irgendwie dann aufkamen. Ja, also ich glaube, wir hatten noch keinen Lockdown, aber ich kann mich daran erinnern, wir haben uns überlegt, können wir tatsächlich an dieser Messe teilnehmen mit gutem Gewissen? Macht es nicht Sinn, da abzusagen? Hat sich alles erledigt. Ihr wisst, wie es gekommen ist. Messen sind nicht so dann stattgefunden, wie sie geplant waren, dann auch im März und April. Aber jetzt ist es halt so ein Jahr schon her. Und ich denke, was wir damals so gedacht haben, ist, wenn es eine kurze Zeit noch ist, dann ist es vielleicht aussitzbar. Wir können es überstehen. Wir können einfach mal, bleiben wir mal 2 Wochen zu Hause und dann geht es wieder weiter. Ja? Und wir schieben unsere Sachen ein bisschen. Ich glaube, das ist sehr, sehr klar geworden, dass das nicht möglich ist und dass wir uns auch in Zukunft auf solche möglichen Einschnitte einstellen müssen. Und da können wir jetzt vieles auch für tun. Und das habe ich auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden gelernt, dass man, ohne jetzt in Panik zu verfallen, viele Sachen einfach in richtige Bahnen lenken kann. Richtung Homeoffice. Wir hatten eben New Work, also auch bei New Work das Thema Homeoffice und flexible Arbeitszeiten ist nicht alles gewesen bei New Work, sondern es gibt viel, viel mehr und viel, viel andere Dinge. Nur jetzt geht es darum, wie können wir Leistung erbringen, Leistung für unseren Beruf und für unseren Unternehmen erbringen und zusätzlich natürlich auch selber mit unserer Leistung zufrieden sein und uns auch weiterbilden und auch noch weiter lernen. Und es ist ja dann so gewesen, die Bedarfe, die sind ja immer da. Also man braucht ja trotzdem seine Entwicklung. Man geht ja weiter. Und von einem zum anderen Zeitpunkt hat so alles, was Präsenz war, gestoppt. Aber die Bedarfe blieben. Und man hat, glaube ich, da noch zu lange auch gewartet, bevor reagiert wurde. Man hätte vielleicht auch sogar schon vor der Krise da reagieren können. So musste man.
Und es gibt, denke ich mal, sehr, sehr gute Alternativen, die wir alle festgestellt haben, jetzt auch über Teams mit unseren Meetings. Ich habe auch festgestellt, dass ich gerade mit meinem Team ich sogar fast noch sogar ein bisschen näher zusammenarbeite, weil wir nicht mehr telefonieren. Wir sehen uns fast immer in der Videotelefonie. Und vorher waren wir, sage ich mal, klar im Büro auch zusammen, aber wir haben ja nie eine Videotelefonie gemacht, sondern man hat mal telefoniert und man hat sich so vielleicht auch ein oder zweimal im Monat im Büro getroffen. Ich habe das Gefühl, es gibt auch die Möglichkeit, sogar noch ein Stückchen näher zusammenzuwachsen mit den neuen Tätigkeiten. Und ja, aber Tina, was du sagst, ich vermisse es auch, ins Büro zu kommen. Ich vermisse Events total. Also muss ich auch sagen, so Sachen wie eine Weihnachtsfeier oder irgendwelche Konferenzen, die man zusammen erlebt hat, die einem ja auch Austausch gegeben hat, ein bisschen auch fernab vom Beruflichen, was auch total wichtig ist. Das geht einem total ab in diesem Jahr oder in diesen vielleicht auch 2 Jahren. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, dass das dann wieder möglich ist. Aber in der Zwischenzeit gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die man tun kann mit seinem Team, für HR-Abteilungen, für sein Unternehmen, um Weiterbildung möglich zu machen und um das wirklich ja auch einfach digitalisiert und automatisiert zur Verfügung zu stellen. Steigen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer ein. Du hast spannend gesagt, dass die Bedarfe ja geblieben sind, die Weiterbildungsbedarfe. Ich glaube, manche sind sogar explodiert. Wenn ich an das Thema Bedarf an Remote führen und den entsprechenden Skills denke, das hatten wir vorher alle auf dem Schirm schon, aber wir hatten keine Ahnung, dass das von einem Tag auf den nächsten so relevant werden würde und so massiv relevant werden würde. Kommen wir gleich drauf. Ich würde, Tina, gerne aufgreifen, was du gesagt hast und wissen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz massiv interessiert an Praxisbeispielen ist. Dich konkret mal nach Beispielen fragen für Unternehmen, die in Sachen Führen und Weiterbildung besonders klug mit der ganzen Thematik umgegangen sind und sich vielleicht auch besonders geschickt für die Zeit danach aufgestellt haben. Vielleicht auch konkretes Beispiel, das du genannt hast, die das geschafft haben, Teams auch virtuell gut zusammenzuführen, eben mit den Systemen, die wir jetzt haben. Hast du da Beispiele, die du mit uns teilen kannst? Ja, sehr gerne. Also wenn ich so zurückdenke, also eins ist mal klar, ich denke, Timo, du hast gesagt, und ihr beide habt das jetzt schon erwähnt, die rasch gehandelt haben, haben natürlich einen Vorteil gehabt. Ich würde das gerne ergänzen. Die rasch gehandelt haben, aber sich auch Zeit genommen haben, bedacht zu handeln und nicht nur in Aktionismus zu verfallen. Wir haben beobachtet, dass sehr viele Unternehmen, und das setzt sich teilweise noch fort, gerutscht sind in eine Art Aktionismus, wo man aufgrund der Krisensituation und der Panik und der sich konstant verändernden Umstände in ein Reaktionsmuster verfallen ist, wo man eigentlich nur noch reagiert auf das, was passiert und nicht mehr plant und agiert. Das ist ja ein klassisches Muster in Krisen und es ist auch kurzfristig okay, aber die einen enormen Vorteil gezogen haben, waren diejenigen, die schnell realisiert haben, okay, es ist schön, schnell zu handeln, es ist wichtig, schnell zu handeln, aber lasst uns doch mal kurz eine Woche durchatmen und uns überlegen, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen, was sind die Dinge, die echten Impact haben und wo können wir echt unterstützen, auch gerade HR-Abteilungen. Also weg vom Aktionismus, und ich denke, das kennt jeder von uns persönlich, dieses Gefühl zu haben, im Hamsterrad zu sein und nur noch zu reagieren auf die Dinge, die auf einen einprasseln, versus sich einen Schritt zurückzunehmen, 3 Meetings mal abzusagen und zu sagen, okay, echt jetzt, was schafft den größten Impact und wo kann ich den größten Hebel haben? Und das hat sich ja viele differenziert. Zweitens würde ich sagen, es gibt ja sehr viele Unternehmen, es gibt sehr unterschiedliche Situationen in Unternehmen. Wir haben diejenigen, wo Mitarbeiterinnen seit vielen Monaten in Kurzarbeit sind oder wo viele entlassen werden mussten, wo sich einfach die gesamte Branche so stark verändert hat,
oder noch immer in einer Art Pausierungssituation ist. Und dann gibt es diejenigen, wo genau das Gegenteil passiert ist, wo der Bedarf an Arbeit oder die Anforderungen auch an Arbeitsleistung sich gefühlt verdoppelt haben. Und oft war es auch die Kombination, die eine Hälfte ist auf Kurzarbeit, die andere muss gefühlt 200% leisten. Und das ist natürlich sehr, sehr heterogen auch gesellschaftlich betrachtet und führt zu ganz vielen Unsicherheiten. Und die, die verstanden haben, diese Zeit zu nutzen und zu sagen, okay, sind ganz viele auf Kurzarbeit oder es sind ganz viele gerade nicht in der Lage, etwas für Kunden zu tun, weil es sind gerade keine Kunden da. Wie können wir diese Zeit bewusst nutzen, um intern Dinge zu machen, für die wir normalerweise nie Zeit haben? Und da fallen Dinge rein wie Digitalisierung, Prozessoptimierung, Standardisierung, Aufräumen. Aber da fallen auch ganz stark rein Entwicklung. Und ich habe letztens geredet mit einem Geschäftsführer eines der größten Personalberatungsunternehmen, der gesagt hat, dass es wirklich interessant ist zu beobachten, dass jetzt die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen beginnen zu kündigen, ihre Jobs zu kündigen, obwohl sie eigentlich sehr happy sind mit ihren Jobs, einfach weil sie nicht mehr können, weil sie eine Veränderung brauchen. Weil alle dieses Gefühl haben, es hat sich jetzt schon so lange gezogen, es ist wie ein Kaugummi, es zieht sich immer weiter, es hört nie auf, es ist auch kein Ende in Sicht. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Ich kann nicht auf Urlaub fahren, ich kann sonst nichts machen. Ich muss hier raus. Und die beginnen einfach ihre Jobs zu kündigen in Unternehmen, in denen sie eigentlich happy sind, weil sie das Gefühl haben, es muss sich was tun. Und da haben die Unternehmen natürlich einen Vorteil, die es geschafft haben zu sagen, okay, wie nutzen wir diese Zeit jetzt konkret und geben auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstens eine Art von Purpose und Rahmen und Geschichte, Story, eine Vision, wie es weitergehen kann. Und zweitens, wie können wir sie individuell auch mit auf diese Reise nehmen und ganz gezielt in Weiterbildung investieren, die uns nachher ganz enorm vorkatapultieren wird. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Vorgehensweisen. Da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst rennt uns die Zeit davon. Aber da kann ich natürlich auch gern noch konkrete Beispiele bringen. Wir müssen tatsächlich ein oder zwei konkrete Beispiele gleich anfragen, denn wir haben genau dazu eine Frage auch aus dem Publikum schon. Die Frage, was sind denn so konkrete Ratschläge an Führungskräfte genau zu dem Thema? Also du hast gesagt, die Zeit nehmen, nachdenken, das ist sicherlich mal ganz, ganz wertvoll. Was noch? Was wird zu einer Führungskraft geben, die vor dir steht und sagt, ich brauche mal ein paar konkrete Tipps, wie manage ich das in der Zeit? Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge. Ich denke, das Thema Führung auf Distanz und auch Teammanagement auf Distanz ist eines, über das man stundenlang sprechen kann. Und wir haben da ganz viel gesehen. Das Erste ist einmal, ich würde sagen, das Wichtigste ist nicht zu glauben, dass man so wie vorher weitermachen kann. Es wird sehr schnell und sehr einfach unterschätzt, dass Führung auf Distanz, und wir sprechen nicht von einzelnen Personen, die 2 Tage die Woche im Homeoffice arbeiten, sondern wir sprechen ja jetzt von Situationen, wo oft alle inklusive Führungskraft im Homeoffice sitzen, und zwar über lange Perioden. Und zu glauben, ich kann sozusagen all meine Meetings virtuell transferieren, ich kann den Wochenablauf genauso beibehalten, das ist einfach unrealistisch. Und insofern gilt es, neue Kommunikationsstrukturen aufzusetzen, also wirklich zu definieren, welche Form von Austausch brauchen wir. Das sind meistens ganz andere Meetings, sie sind meistens kürzer, viel punktueller. Es müssen viel mehr Einzelgespräche stattfinden. Also Führungskräfte sind meistens in einer Situation, wo sie mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin wirklich jede Woche zumindest einmal ein längeres Einzelgespräch führen müssen, weil es gibt einfach welche, die sich sehr schwer tun mit der Situation. Das heißt, es ist eine Verschiebung auch des Zeitpensums der Führungskraft. Es braucht geregelten informellen Austausch, weil natürlich die ganzen Austauschgespräche an der Kaffeemaschine etc. ausfallen. Das heißt, Daily Stand-ups, kurze Team-Austausche, informell gemeinsame virtuelle Lunch-Meetings. Da gibt es unterschiedlichste Methoden.
Und ich würde sagen, das ganze Thema, was sind unsere Erwartungshaltungen aneinander und an das Team in der virtuellen Zusammenarbeit? Ja, das eine ist Vertrauen, aber das andere ist, wie gehen wir miteinander um? Gibt es irgendwelche Regeln? Ist es okay, wenn ich untertags in den Supermarkt gehe und einkaufe? Ist es okay, wenn ich neben der Telefonkonferenz meine Wäsche trockne? Was machen wir uns untereinander aus? Wie verfügbar bin ich? Muss ich die ganze Zeit online sein? Schalten wir unsere Kamera immer an, wenn wir sprechen? Das sind wirklich teilweise banale Dinge, aber sie sind wichtig zu regeln, weil sonst, das sehen wir jetzt bei vielen Unternehmen, ganz viele Konflikte entstehen. Und die Konflikte sind wieder sehr schwierig, online überhaupt schnell zu entdecken und dann noch viel schwieriger, online aufzulösen. Das geht, aber das ist auch ein ganz eigenes Thema, Konfliktmanagement remote. Und da ist es besser, man kommt gar nicht dorthin. Gut, vielen Dank. Ich würde gern genauso konkret bleiben und dich, Timo, fragen, wovon profitieren Unternehmen, die in dieser schwierigen Zeit bereits mit Plattformen im Bereich Weiterbildung arbeiten? Was haben die davon? Was sind die Assets? Also wir wollen natürlich hauptsächlich die Möglichkeit schaffen für Unternehmen, dass sie viel strategischer arbeiten können, dass sie sich mit so vielen operativen Tätigkeiten gar nicht auseinandersetzen müssen. Also so Sachen, die, ich glaube, Personalentwickler sind nicht sonderlich erfreut, wenn sie ständig irgendwie was recherchieren müssen, müssen anmelden, müssen umbuchen, müssen stornieren. Und gerade in dieser heutigen Zeit sind ja Sachen, die fallen aus. Und ich habe dann vielleicht doch jemanden, der noch krank geworden ist und muss dann, also diese operativen Tätigkeiten, die möchten wir versuchen abzunehmen. Und das halt mit Form einer Plattform und somit auch mit ganz viel Self-Service, was Mitarbeiter auch selber für sich dann halt tun können. Also die Personalentwicklung ist nach wie vor gefragt und zwar für Strategie, für ihre Konzepte, dass sie halt auch wirklich die Unternehmensziele mit den persönlichen Zielen der Mitarbeiter vereint. Aber die Versorgungssicherheit gegeben durch eine Plattform, dass jeder Mitarbeiter das braucht oder das findet, was er braucht, um sich weiterzubilden und seinen Beruf auszuüben, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut mit einer Plattform abbildbar. Auch einfach mal ein Beispiel, wie viele Gespräche oftmals nötig sind, vielleicht auch von einem ITler zu einem HRler, um dass man da irgendwie die richtige Weiterbildung findet. Man spricht manchmal unterschiedliche Sprachen. Also wie gut ist es doch, wenn der ITler selber auch reinschauen kann, was benötige ich und in welchem Format benötige ich das? Gerade jetzt im Moment wird man ja vielleicht auch auf ein paar Formate gezwungen, die man sozusagen auch wählen muss, weil Präsenz nicht möglich ist. Aber da hat jemand die Möglichkeit, mit Self-Service Sachen auszuwählen. Und ich will aber gar nicht der Personalentwicklung und der HR-Abteilung die Hoheit absprechen, dass sie nicht da auch rüberschauen sollen. Und das ist ihr Verantwortungsbereich. Also sie können mit Sicherheit das nochmal anschauen und haben auch Möglichkeiten zu genehmigen, eventuell zu beraten, beratend einzusteigen und zu sagen, bist du dir sicher, dass du das wirklich machen möchtest, weil wir haben vielleicht ein internes Programm, wir haben da vielleicht einen anderen Partner, mit dem wir das schon mit gutem Feedback öfter durchgeführt haben. Also diese Möglichkeit soll dennoch da sein, aber operative Tätigkeit, würde ich sagen, kann man abgeben in dieser heutigen Digitalisierungs- und Automatisierungswelt. Und da gibt es gute Möglichkeiten für. Perfekt. Das heißt, ich fasse auch nochmal zusammen, so die Sorge vor einem Verlust an Beratungsqualität, die hast du nicht, im Gegenteil. Ne? Das habe ich jetzt da rausgehört auch. Das ist ja was oft geäußert wird. Absolut nicht. Also ich glaube, dass diese Beratung gerade von der Personalentwicklung ist wichtiger denn je. Aber das sollte sehr viel strategischer sein, als anzumelden, abzumelden, umzumelden und zu stornieren. Sondern da sollte es in die Themen tatsächlich reingehen. Ja? Und da kann ich auch tatsächlich Angebote schaffen und kann auch vorher im Self-Service mal die Führungskräfte, die Mitarbeiter auch selber mal schauen lassen, was braucht ihr denn, um später da vielleicht noch qualitativer beraten zu können. Vielleicht noch ein Punkt, oftmals wird dann gesagt, vielleicht wecke ich ja dadurch auch Begehrlichkeiten, dass ich selber schauen lasse, aber wie gesagt, die Hoheit und was wirklich durchgeführt wird, das soll weiterhin im HR und in der Personalentwicklung bleiben. Das ist der Verantwortungsbereich der Personalentwicklung
Von daher, das heißt nicht, dass alles da genehmigt und durchgewunken wird, was angefragt wird. Aber ich habe, glaube ich, die Möglichkeit, meine Mitarbeiter mündiger zu machen und sie können selber, und das können sie am besten, rausfinden, was sie wirklich benötigen und das mit zusammen, in Zusammenarbeit mit Führungskraft und später beraten mit Personalentwicklung. Prima, vielen Dank. So mit Blick auf die Zeit, die unfassbar schnell schon wieder rumgeht. Ich würde euch die nächste Frage auch beiden stellen wollen, aber bitte einfach sehr präzise darauf zu antworten. Und wenn es vertieft werden soll, dann gucken wir einfach, ob die Fragen dazu aus dem Publikum auch kommen. Es geht mir um die Kompetenzen. Habt ihr beide schon mal kurz adressiert? Und die Frage ist, mit Blick auf Corona und Homeoffice, welche Kompetenzen haben da an Bedeutung gewonnen, beziehungsweise werden auch in der Zeit danach aus eurer Sicht wichtig sein für PE oder für HR, aber auch für Führungskräfte und Mitarbeiter insgesamt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Tina, magst du kurz einsteigen darauf? Gerne. Also es gibt ja inzwischen auch wirklich viele Studien von uns bei Haufe, aber auch breiter als das, unterschiedlichste Erhebungen zum Thema Kompetenzen generell, Kompetenzen der Zukunft, aber auch ganz konkret in der Krise. Ich würde sagen, wenn man es schnell zusammenfasst, ich gebe mir Mühe, ist es bei Führungskräften, vor allem sind es zwei Dinge. Das erste ist Remote Leadership, also wie führe ich Teams in virtuellen Settings, die ja sehr unterschiedlich und komplex sein können. Und das zweite ist, würde ich sagen, Purpose und Vision, also einen Rahmen geben, einen Sinn in der Arbeit anbieten, darüber sprechen und einen Rahmen geben, innerhalb dessen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut bewegen können. Da kann man natürlich jetzt noch tief einsteigen. Bei Mitarbeitern würde ich sagen, ganz stark das Thema Resilienz, Mindfulness, Mental Health, Agilität, also umgehen mit dem konstanten Wandel und sich nicht überwältigen lassen, also auch wirklich Konzepte zu haben, um langfristig gesund und leistungsstark zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und bei PE würde ich sagen, oder HR, ganz stark die zwei Komponenten Digitalisierungskompetenz und in der Lage zu sein, eben ganz stark in diese Beratungshaltung zu gehen und den internen Trusted Advisor und Sparring Partner abzubilden und viel stärker eben wegzukommen aus der administrativen Funktion, die teilweise durchaus noch gegeben ist, weil es einfach auch nicht vermeidbar ist. Und ich denke, das sehen wir, dass diejenigen, die eben zum Beispiel Leitbilder für Leadership erarbeiten, die Kompetenzmodelle erstellen für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeitende, die gestalten, welche Kompetenzen das Unternehmen in der Zukunft brauchen wird und dann auf Basis dessen Ausbildungsmöglichkeiten für das eigene Zusammenstellen zur Verfügung stellen, durch Plattformen, durch unterschiedlichste Modelle und da sehr stark in die Eigenverantwortung investieren. Das sind, glaube ich, die spannendsten Themen. Bevor Timo, du es aus deiner Sicht noch beantwortest, kommt eine spannende Frage gerade rein. Ich lese dir einfach mal vor, dass alle die hören. Und sie fragt, inwiefern spielen Interimsmanager oder Coaches, die extern agieren, eine Rolle? Ist es nicht gerade für Kommunikations- und Konfliktmanagement sinnvoll, Führungskräfte aus der Schusslinie zu nehmen und ihnen nicht noch den Part der Befriedung zu überlassen? Wunderbar formuliert. Wenn sie derzeit persönlich mit der Neustrukturierung massiv überlastet sind. Auch, dass die HR in diesem Bereich komplett übernimmt, scheint mir wenig praktikabel. Also inwiefern macht da aus deiner Sicht Sinn, auf externe Coaches, Interimsmanager und so weiter zuzugreifen, die vielleicht auch mit einer gewissen Expertise schon an die Themen rangehen? Also ich finde, dass die Frage ist exzellent und sehr spannend. Ich würde das differenziert betrachten. Auf der einen Seite sehe ich es als extrem kritisch, anspruchsvolle Aufgaben im Leadership auszulagern. Das ist eben auch eine der wesentlichsten Kompetenzen und Anforderungen an Führung, in der Schusslinie zu sein und nicht nur das auszuhalten, sondern auch Stabilität, Sicherheit und Ruhe zu verbreiten, zu geben, ruhig zu bleiben und eben nicht das Gefühl zu geben, ich bin in der Schusslinie und ich gebe das jetzt weiter. Und ich glaube, gerade in dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass man nicht Interimsmanager
überall einsetzt oder externe Coaches, die die Rolle von Führungskräften kompensieren, übernehmen, sondern ganz im Gegenteil, externe durchaus einzusetzen, aber dafür interne zu empowern. Das heißt, es geht nicht um einen Ersatz oder um ein Rausnehmen und Entlasten, damit Führungskräfte nicht zusammenbrechen, sondern eher Führungskräfte und Schlüsselkräfte so zu stärken, dass sie nachhaltig selbst mit der Situation umgehen können. Und da ist natürlich Coaching, ich bin natürlich ein bisschen befangen, weil es ein Herzensthema ist und weil wir das ganz stark betreiben und hunderte Coachings im Monat vermitteln. Aber das ist ein unglaublich mächtiges Instrument, um sehr punktgenau, oft in 2, 3 Sessions, eine Führungskraft in ihrem Mindset so zu stärken, dass diese Überlastung gar nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist super spannend. Genau. Prima, vielen Dank für die Klarheit, Tina. Timo, dein Blick auf Kompetenzen, die wichtig werden. Ja, gerne. Ich würde da gerne antworten, eher als Führungskraft als als Experte, weil ich tatsächlich kein Personalentwickler bin, der da sehr viel zu beitragen kann. Aber ich glaube, persönlich ist es unglaublich wichtig im Moment, was Tina auch schon gesagt hatte, Vertrauen zu zeigen, Vertrauen in das eigene Team, Vertrauen in die Mitarbeiter. Und damit Mitarbeiter natürlich auch richtig und auch mit einem guten Gefühl im Moment agieren, aus Homeoffice oder aus welchen, ja, wo man auch gerade im Moment arbeitet, ist es, glaube ich, wichtig, dass man Aufgaben oder auch delegierte Projekte klar kommuniziert, dass man da auch keinen Spielraum lässt für irgendwelche, ja, also ich will keine Kreativität einschneiden, aber man muss, glaube ich, klar sagen, was erwartet wird, und man muss sich auch klar abstimmen, wann gibt es denn die nächsten Follow-ups. Ich denke, eine Teamkommunikation ist ganz wichtig, aber auch die Einzelgespräche, und die sollten gerade in der heutigen Zeit, wo man sich nicht sieht, nicht zu knapp kommen, sondern lieber ein bisschen zu oft, dafür kürzer als zu wenig. Ja, sodass sich niemand irgendwo jetzt im Moment lost fühlt, weil er nicht diese Gemeinschaft des Büros vielleicht hat, wo er auch noch einfacher auf Kollegen zugehen kann. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt in der Phase, so im letzten Drittel der Session, die wir auch gedanklich für Fragen Ihrerseits reserviert haben. Also scheuen Sie sich nicht, uns die zu stellen. Einige haben es ja schon getan. Ich habe noch Fragen im Köcher, die lang bis Ende des Monats ohne jede Schwierigkeit. Ich mache jetzt einfach weiter, aber bitte tippen Sie uns Ihre Fragen rein, und wir haben jede Freude dran, die dann auch dran zu nehmen, um ganz nah an dem zu sein, was Sie dann auch interessiert. Ich glaube, was aber extrem spannend noch wäre zu streifen, ist das Thema Qualitätssicherung, Controlling, Messbarkeit von Weiterbildung. Wurde ja unabhängig von Corona auch schon immer wieder mehr oder weniger kritisch diskutiert. Habt ihr dazu Praxisbeispiele, Best Practices, wo es um das Thema Qualitätssicherung, Controlling, Messbarkeit von solchen Maßnahmen geht? Tina, ich würde es gerne wieder dir zuerst geben. Hast du Beispiele parat dazu? Wir sind schon in einer eingespielten Tina-Timo-Routine. Absolut. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich denke, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist der erste Schritt der meisten Unternehmen, sich überhaupt dem Thema Impact zu widmen. Also wir sehen in der Praxis, dass ganz viele Unternehmen in der Realität oft noch nicht einmal dort sind, dass sie Feedbackbögen austeilen nach Seminaren. Das kommt natürlich immer auf die Entwicklungsphase des Unternehmens, auf die Größe des Unternehmens an. Aber dass dieser erste Schritt, überhaupt Feedbacks einzuholen, vielleicht Bewertungen zu ermöglichen, dass das ermöglicht wird, das ist der erste Schritt. Das ist natürlich signifikant einfacher, wenn Dinge digitalisiert sind. Also beispielsweise auf unserer Coaching-Plattform ist es natürlich standardisiert, dass nach einem abgewickelten Coaching-Prozess auch der oder die Coachee gefragt wird, nicht nur, warst du happy, sondern auch, konntest du die Dinge, die du bearbeitet hast mit deinem Coach, auch in die Praxis umführen, wie gut hat der Transfer funktioniert und so weiter. Also, dass man da sehr stark in solche Fragestellungen geht und das, wenn möglich, auch nicht nur punktuell nach der letzten Coaching-Session, sondern vielleicht auch 2, 3 Monate später.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich jede Form von, ich würde es nennen, Vorher-Nachher-Messungen. Also je nach Zielgruppe und je nach Intensität der Weiterbildungsmaßnahmen machen da einfach unterschiedliche Dinge Sinn. Bei Führungskräften, die durch intensive Entwicklungsprozesse, zum Beispiel Leadership-Development-Programme gehen, macht es natürlich Sinn, dass man irgendeine Form von zum Beispiel 360-Grad-Feedback macht. Da macht es aber einfach nur Sinn, eine Vorher-Nachher-Messung oder Befragung mit einem entsprechenden Abstand zu machen. Also ich kann kein 360-Grad-Feedback machen und dann nach 3 Monaten wieder und glauben, dass ich da was tun kann. Also viele der Dinge brauchen einfach Zeit. Genauso ist es mit internen Befragungen, mit Assessments, mit ganz vielen Diagnostikverfahren. Das, was recht gut funktioniert und das, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann, wir haben zum Beispiel bei Haufe ein Tool, das heißt Team Pact, also so wie das Team und dann Pact, also wie Impact für Teams. Das ist ein super spannendes Tool, wo man so Pulse-Check-Messungen machen kann, quasi jede Woche mit, ich glaube, 13 Fragen schnell checken, wie geht's dem Team, wie ist da so die Stimmung. Ich glaube, es dauert 90 Sekunden, das zu beantworten. Und dann hat man als Führungskraft eine konstante Messung, wie es meinem Team geht, was die größten Themen sind. Also solche Dinge können in der jetzigen Zeit sehr, sehr viel Sinn machen. Es kommt also immer ein bisschen darauf an, wie intensiv die Weiterbildungsmaßnahmen sind, wovon wir da sprechen und was die Zielgruppe ist. Es kommen auch spannende Fragen schon dazu wieder rein. Aber Timo, zunächst du. Wie ist deine Sicht auf das Thema Qualitätssicherung, Controlling, Messbarkeit? Sehr gerne. Ich glaube, Qualitätssicherung hat aber auch sehr viel mit Transparenz zu tun. Ich bekomme aus eigener Erfahrung immer wieder mit, dass gerade in größeren Unternehmen oftmals gar nicht sicher ist, was wird überall überhaupt gebucht. Ja? Mhm. Die Fachabteilung kümmert sich da um ihre Themen, die Personalentwicklung oftmals um Führungsthemen oder Persönlichkeitsentwicklung. Es spielt nicht so richtig zusammen und es gibt kein einheitliches Bild. Auch nicht, wenn ich jetzt interne und externe Weiterbildung zusammen betrachte. Also es ist dann zum Teil auch eine eigene Akademie vielleicht da, aber was wird noch extern dazu gekauft und wo, ist oftmals nicht aufeinander abgestimmt. Und ich glaube, ich müsste eine Transparenz schaffen, damit ich erstmal auch weiß, was ist tatsächlich überhaupt überall gebucht. Und dann kann ich damit auch natürlich ganz viele Potenziale erkennen. Potenziale für die eigene Akademie, für ein eigenes Programm, Potenziale mit Feedback-Prozessen, um auch die richtige Auswahl meinen Mitarbeitern möglich und buchbar zu machen. Also sagen wir mal, wenn ich doch jetzt bei einem Anbieter, weil das schon immer so gemacht wurde und der wurde schon immer irgendwie gebucht, aber die Feedbackbögen kommen immer zurück und es ist immer nur 1 Stern von 5. Ja, dann kann man ja mal überlegen, ob man den vielleicht aus diesem Angebot rausnimmt und diesen vielleicht blacklistet, ja. Wenn ich dann aber auch sehe, Mensch, in den Fachabteilungen, da wird immer das und das wird immer gebucht, da das Thema bleibt und kann ich mir überlegen, ob ich das eventuell auch noch ein bisschen angepasster als Inhouse vielleicht anbiete für meine oder eventuell sogar ein eigenes mit meiner eigenen Akademie vielleicht abbilde. Also es sind verschiedene Potenziale, die kann ich sehr, sehr gut erkennen, wenn ich eine Transparenz habe über das, was wurde gebucht, was wird gebucht, was sind auch ausblicklich unsere Bedarfe und dann natürlich ja strategisch mit Feedback-Prozessen, mit digitalisierten, automatisierten Feedback-Prozessen hinterlegt. Ich glaube, das bietet mir sehr, sehr gute Einblicke und darauf kann ich reagieren. Vielen Dank. Zu dem Themenkomplex haben uns 2 ganz spannende Fragen erreicht. Ich fasse die mal zusammen, weil die auch ganz eng zusammenhängen. Also die eine Frage ist, ob es bereits Erfahrungen zur Leistungs- und Verhaltensbeurteilung im Remote-Kontext gibt. Also was hat sich da eventuell schon ausgeprägt? Was habt ihr da für Erfahrungen mit? Und die zweite ist so ein bisschen genau in die Richtung auch. Die fragt, wie löse ich denn aber auch den Widerspruch von einerseits Arbeitszeitdokumentation und Kontrolle von Ergebnissen gegenüber der Vertrauenskultur, von der wir am Anfang ja gesprochen haben, die ich brauche, um ergebnisorientiert arbeiten zu können. Also wenn ihr zu den 2 Fragen noch kurz Stellung nehmen könntet, fände ich extrem spannend. Sehr gut, aber das ist, muss man zugeben, natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema. Und da gehen wir natürlich auch ein bisschen in die arbeitsrechtliche Richtung. Man muss einfach sagen, dass im gesamten deutschsprachigen Raum die arbeitsrechtlichen Bedingungen, sagen wir mal, nicht sehr
freundlich gestaltet sind für das Thema Vertrauensarbeitszeit und für das Thema Vertrauenskultur ganz allgemein. Und ich würde sagen, da trennt sich auch sehr stark schon eine ganze Art von Unternehmen, die sehr stark in dieser unternehmerischen Richtung sind, die New Work denken und die auch ganz ehrlich bei vielen Dingen sagen, ja, das eine ist das, was wir schreiben und das andere Ding, das andere ist das, was wir tun. Und da gibt es natürlich ganz viele Grauzonen. Also da würde ich jetzt versuchen, auch nicht darauf einzugehen, wie da unterschiedlichste Unternehmen vorgehen. Das, was, glaube ich, wichtig ist und das, was wir sehr stark beobachten, ist, es geht im ganzen Performance Management und im ganzen Thema auch Ziele und Kontrolle versus Vertrauen ganz stark in eine Richtung, die sich natürlich auch an der IT orientiert, in Richtung Agilität, in Richtung viel schnellere Zyklen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Entwicklung. OKRs, Sprintplanungen, viel schnellere Zyklen von wir definieren gemeinsam als Team, wohin wir wollen und wir besprechen viel transparenter und offener als Team, wer wofür verantwortlich ist. Das wird auch transparent gemacht. Und wir machen sowas wie Retros oder Feedback-Schleifen, wo wir in regelmäßigen Abständen als Team darüber sprechen, was gut funktioniert hat und was nicht. Versus, wir machen einmal im Jahr individuelle Mitarbeitergespräche, wo irgendwelche abstrakten Jahresziele vereinbart werden, wo wir in Wirklichkeit alle wissen, die sind in 3 Monaten nicht mehr aktuell, weil sich die ganze Zeit alles ändert. Also dieses Wegkehren von diesem langfristigen, starren Konstrukt und von diesen rein individuell ausgerichteten Zielen hin zu Teamzielen, die transparent gemacht werden, wo aber jeder seine Ownership hat, die auch transparent ist und wo man sehr schnell in Zyklen einander offen Feedback gibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um wegzukommen von diesem Anwesenheits- und Dokumentationsfokus und viel schneller in eben eine agile Zusammenarbeit kommt. Ja. Timo, magst du ergänzen noch zu dem Thema? Eigentlich nicht. Das ist für mich ist wirklich alles gesagt und mit Blick auf die Zeit habe ich nichts, was ich da Klügeres noch hinzu beitragen könnte. Perfekt. Wir haben jetzt noch ein paar Detailfragen gekriegt. Was ist ein 360-Grad-Feedback? Was sind OKRs? Was ist Sprintplanung? Ich würde vorschlagen, dass wir die versuchen, direkt hinterher über Mail oder LinkedIn oder wie auch immer zu beantworten. Weil ich glaube, viele kennen das und es wird einfach zu lang dauern, die einzelnen Definitionen jetzt zu geben. Ich würde die Zeit, die paar Minuten, die wir noch haben, gerne nutzen, euch eine letzte Frage zu stellen. Mhm. Die Frage wäre, wenn ihr mal so 2021 als so ein seltsames Übergangsjahr seht, 2020 war ganz viel Corona, 2021 trennen wir uns vielleicht langsam davon. Was ist so eure Perspektive, in idealer Weise der positive Ausblick auf 2022? Das würde mich von euch beiden noch sehr interessieren, wie da eure Vision für das kommende Jahr ist. Timo, diesmal solltest du starten. Gerne. Fangen natürlich. Timo, gerne. Bitte. Fang mal an. Ich glaube, es war ja nicht alles schlecht. Es hat ja auch viele Sachen aufgezeigt. Also gerade das Jahr 2020 hat sehr viel gezeigt. 2021 zeigt uns auch sehr viel, weil oftmals wurde ja so ein bisschen gesagt, wenn erstmal Silvester 2021 ist, danach wird wieder alles normal. Wir wissen mittlerweile, dass wir in einer Zeit leben, in der, sage ich mal, sehr, sehr schwierig ist zu planen. Wir müssen flexibel sein, wir müssen uns flexibel auf Dinge einlassen. Und wir können das auch tun. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre oder das letzte Jahr und dieses Jahr wird uns zeigen, wo unsere Handlungsfelder sind. Und unsere Handlungsfelder sind in der Digitalisierung, sind im Vertrauen zu unseren Mitarbeitern. Ich glaube, Homeoffice ist dann kein New Work-Thema mehr, sondern einfach ein Work-Thema. Ich denke, ja, das wird den Unternehmen, den Personalabteilungen, Personalentwicklung, ganz, ganz viele Handlungsfelder aufzeigen. Und da muss man sich rantrauen und nicht mit dem Aktionismus, den Tina eben beschrieben hat, den wir übrigens in unserem Team auch falsch gemacht haben damals.
Wir sind, also ich bin im Außendienst normalerweise mit meinen Mitarbeitern und wir machen dann auch einen Aktionismus und geben auch unseren Kunden gar nicht die Möglichkeit, auch auf diese Zeit sich irgendwie vorzubereiten. Also wir haben das auch falsch gemacht, wir haben es aber irgendwann erkannt und deswegen nochmal, vielleicht nochmal zu nennen, ohne Aktionismus zu starten, was Sinn macht, was man jetzt auch tun kann. Und ich glaube, ja, das ist das Positive, was ich dem letzten Jahr und auch diesem Jahr rausgewinnen möchte. Und trotzdem natürlich auch der Gedanke und die Hoffnung, mehr Präsenz wieder irgendwie auch zu haben in unserem Leben. Schön. Tina, magst du? Sehr gerne. Also ich fand die Fragen jetzt total spannend, auch wenn ich dir natürlich völlig recht gebe, dass wir die nicht alle beantworten können. Also was ist ein 360-Grad-Feedback, was ist ein OKR, was sind Sprintplanungen? Und ich finde es schon interessant, dass auch solche Fragen kommen. Und ich glaube, das führt mich gleich zu deiner Frage. Ich denke, dass es für HR ganz wichtig sein wird, sich ein bisschen tiefer in die Welt des Unternehmertums einzuarbeiten und ganz stark aus dieser ursprünglichen Welt der IT und inzwischen einfach dieser Welt des agilen Arbeitens zu lernen und da was mitzunehmen. Ich denke, für die Zukunft wird es immer wichtiger sein, agiles Arbeiten zu ermöglichen und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da können eben nicht die Begrifflichkeiten, aber die dahinterstehenden Konzepte sehr, sehr stark helfen. Ich denke, das nächste Jahr wird es wichtig sein, erstens den Fokus auf Teamentwicklung zu setzen. Wir merken zum Beispiel jetzt ganz verstärkt die Nachfrage nach Teamcoachings bei uns, weil einfach eben dieser individuelle Fokus auch ein bisschen in den Hintergrund muss und man sich die Frage stellen muss, wie können wir unsere Teams stärken? Und wir können einfach nicht warten, bis man sich irgendwann dann wieder physisch treffen kann. Irgendwann muss das Warten ein Ende haben und irgendwann muss man auch virtuell einfach hineinsteigen und mit Teams arbeiten, und zwar eben nicht nur in inhaltlichen, fachlichen Themen, sondern am Thema Zusammenhalt, am Thema Motivation, am Thema Dynamik, am Thema Vertrauen. Das Zweite wird sicher sein für gerade auch HR-Abteilungen und Personalentwicklungsabteilungen, das Thema Retention Management auch aus den vorher angesprochenen Gründen heraus, dass eben Mitarbeiter in dieser Corona-Fatigue sind und dass es einfach Perspektive braucht, quasi was bringt es mir, in diesem Job zu bleiben, warum sollte ich nicht einfach kündigen, damit ich was Neues habe, warum kann ich vielleicht in meinem jetzigen Unternehmen etwas Neues gestalten, kennenlernen, wie kann ich damit einbezogen werden und eine gewisse Spannung wieder erleben. Und das Dritte ist, glaube ich, das Thema Vision und Purpose, also das inzwischen ja schon sehr bekannte Start with Why, also das individuelle, die Vision hinter dem, was ich tue, warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit, wozu machen wir das, was wir machen, und da einen tieferen Grund zu geben und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran zu arbeiten, die Motivation für das, was das Unternehmen tut und für meine individuelle Arbeit zu erkennen und das Gefühl zu haben, das, was ich tue, bringt mir nicht nur Geld am Konto, sondern bringt ganz generell etwas und hat Impact, hat Wirkung. Ich glaube, das Thema Wirkung erzielen, etwas gestalten können und das Gefühl zu haben, ich verstehe, dass mein Job einen positiven Impact hat, das ist ganz wichtig und das passiert nicht einfach so. Vielen Dank für den schönen Ausblick von euch beiden, auch für die konkreten Insights und vor allem für die positive Perspektive. Wir nehmen aber auch mit, Langeweile wird nicht das Problem werden in den nächsten Zeiten, in den nächsten Monaten und Jahren. Ich sage danke für eure Beiträge. Ich sage Ihnen, liebe Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Dabeisein. Ich weise noch mal darauf hin, wir haben nächste Woche wieder um 11 Uhr, wieder am Donnerstag, die nächste Veranstaltung aus unserer Serie, diesmal mit dem Thema Vorher- und Nachher-Effekte dank der Plattform Haufe Semigator. Lohnt sich auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Und nochmal der Hinweis, Sie kriegen unsere Kontaktdaten zu sehen. Nehmen Sie gerne Kontakt über LinkedIn auf, melden Sie sich bei uns und wir beantworten auch die Fragen, die jetzt leider noch offen geblieben sind.
Uns war es ein Vergnügen, Sie da zu haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und damit verabschieden wir uns für heute. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.